Hallo und herzlich willkommen YouTube bei Tour de Trials Teil 5. Und ja, heute mit dabei mit 313 Punkten der Donald Duck des Twilight Watch. 313 hat die Karre von Donald Duck, der das Marker HD. Jo, Weidmannsheil, meine Freunde. Damit 346 Punkten, quasi mit einem Vorsprung von 33 Punkten, der Fössel. Ja, Mädels, Hupen auf den Tisch und es wird wieder sexy. Dann mit 361 Punkten euer Commander Krieger, 15 Punkte, ja, Vorsprung auf dem Fössel, 27 Punkte hinter Cresenio, der hat 388 Punkte. Tach, du Arschloch. Was bleibt mir noch anderes zu sagen? Ja. Let's go. Gut. Ja. So, also damit das Marker gewinnen, muss er 75 Punkte aufholen. Ja. Mit der Fössel vorne ist 48. Ja. Nee, gar nicht wahr, 42. Ja, machbar. 42 machbar. Machbar. Aber ja, Cresenio geht halt momentan auch ab wie eine geschmierte Katze hier. Ja. Na, der ist echt heiß wie Pumpenverfassung. Ja. Nächste Tour de Twilight machen wir, wenn Cresenio blau ist. Ja, ohne Witz. Wollt ihr es auch? Daumen hoch. Oh. Oh Mann, ey. Erste Twilight-Folge mit 15.000 Daumen nach oben. Senior, dann kriegst du von mir eine 3-Pulle Smirnoff-Kanne, ey. Die du unter. Die du unter. Beobachtung auslaufen musst. Am besten kriegst du das Marker besoffen, ne? Oh ja, bitte. Ja, damit der das Marker mal was sagt, meinst du? Na, den geht's ab, du, ne? Nee, das kann ich eigentlich nicht machen. Wie, das kann man nicht machen? Nee, wenn ich besoffen bin, dann wütend werde und dann, ach nee, kannst das ganze Kind zeigen. Du wirst wütend? Was machst du denn dann? Mit Wattebräuschen werfen. Reißt du, Bäume raus. Ja, Bäume. Er ist ein Bär. Ja! So. Super Auftrag. Cresenio, du Sackratte. Ja. Und das Marker? Der wird's nicht schaffen. Ist denn das Marker, ja. So, nur noch 26 Punkte, Cresenio. Ja. Da versucht auch sich ins Ziel zu schießen. Geil. Fast. Mann, das fängt ja schon wieder scheiße an, ne? Hier. Ich fand's super. Limbo. Boah, ne. Ja, das ist natürlich, jetzt steigt auch der Druck. Also so langsam ist natürlich nicht einfach mehr nur so locker vor sich hinfahren. Merkst du, oder was? Ja. Ich hab's gut. Ich bin der Einzige, der keinen Druck hat. Ja, deswegen fährst du aber trotzdem nicht besser. Auf jeden Fall wird es, wenn ihr es auch wollt, nochmal ein Rematch geben. Guck mal, Cresenio, wo der schon wieder ist. Das ist unglaublich, ohne Scheiß. Ja. Als ob der gedopt ist. Und beim Rematch sieht dann so aus, dass der Führende dann nur mit der Donkey fahren darf. Finde ich gut. Oh Mann, ey. Nein, ach du Scheiße. Alter, aus einer sicheren Führungsposition. Hui. Jawohl. Du bist eins. Das heißt auf eins. Hauptsache Cresenio noch hier. Schön noch den Cresenio nochmal hier ein Pünktchen aufgeholt. Oder DNF Cresenio? DNF? Ja. Ja, das geht nicht. Jawohl. Kirsche. Ach, das schwankt da vorne, das schwankt da. Kriegt er nur einen Punkt. Da kriegt er nur einen Punkt. Hupenflattern nenne ich das. Aber allerdings, überleg mal. 7, ne? Ne, 8. 4, 9, 8, genau. 8 minus 1 sind 7, plus das eine von ihm. 8 Punkte aufgeholt, das heißt nur 19 Punkte Vorsprung. Boah, scheiße. Ja, ihr merkt auch, die
Die Gespräche werden leiser, also es wird nicht mehr so viel geredet. Fuck! Aber geflucht. Ja. Oh, komm da rüber. Otzen, Alter. Oh. Nein! Warum spring ich zu früh? Alter, das sind Fehler gerade, die ich hier mache. Spring nochmal zu früh. Ich komme hier nicht rüber. Hier kommt mein Hasspart jetzt. Vergiss es. Alter Schwede. Hier, guckst du an. Boah. Jetzt. Was ist da los? Lächerlich. Crisenio, du bist so ein kleines, dreckiges, elendiges, räudiges, hinterfotziges Stück abgekotetes. Bah! Boah, ist das widerlich. Mhm. Ist das widerlich. Echt ekel. Bah. Bah. Also wenn du irgendwann mal stirbst und du kommst hier vors jüngste Gericht, das wird dir definitiv das Genick brechen. Mit dem Gesicht spucken. Ich werde aufs Grab pissen. Ja, boah. Weiß ich jetzt schon, wen ich zu meiner Beerdigung nicht einladen werde. Willkommen trotzdem. Meine Grabschellung. Stehe ich davor, East Egg, Resenio East. Ja, ich glaube auch. Ne. Wohl. Alter, wie bist du denn da noch Erster geworden? Ja, wie wohl? Ja, sie hat mich auch eingeschossen. Hm. Und in der nächsten Runde, wo wir nochmal Tour de Twilight spielen, ohne reinschießen. Ja, ohne Scheiß. Das stellst du sofort aus und dann, dann wird es mal spannend. Und nicht mal so eine Fotzenkacke wie hier. Weil ohne Scheiß, ich denke mal wirklich, dass Crisenio sich gut 10 Punkte mit diesem Reinschießen mindestens erschimmelt hat. Ach, 10 Punkte, das ist aber noch tief gegriffen. Ja, und beim nächsten Mal sollten wir auch die Fehler mitzählen. Dann wird's mal Könnt richtig ihr mal euch verpissen hier? Ihr geht mir um den Sack mit eurem ganzen Nebelscheiß da. Hier ist mein Hasspart. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Warum habt ihr denn noch so lange Zeit? Das habe ich gar nicht. Weil es eine schwere Map ist. Hm. Unverschämt. Mhm. Schade. Fuck. Hier hätte ich jetzt richtig aufholen können. Crisenio, der lag bis letzter. Ja, mein gut. Oh, und dann kommt Märchenhaft. Ey. Nachher kommt noch die Riesenroute, Freunde. Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Pack ihn aus dafür. Die kann wirklich einiges entscheiden, die Riesenroute. Ja, weil da ist nochmal ein DNF wahrscheinlich. Okay, also eigentlich ja fast überall, wie man es gerade gesehen hat. Daran siehst du, dass der Crisenio die Maps kennt, weil ich habe jetzt gerade zum Beispiel vergessen, da abzubremsen. Crisenio wusste es noch. Crisenio ist auch einfach, der hat das Spiel so gesuchtet, das geht kein Meter mehr. Du hast auch mehr Spielzeit als ich jetzt, ne, Crisenio? Nee, ich glaube nicht. Oh, shit. Jawohl. Ach, ich bin am letzten Platz. Ja, klasse, was ist denn da los? Nee, nicht mehr. Ich hab mal grad hier Kack ins Essen. Oh,
Boah, Crisinho, du Saftsack. Oh, scheiße. Guck mal, wo die sich abgeballert haben, ey. Das ist doch hässlich, ey. Ich bin durchgefahren. Ich bin durchgefahren, ja, du bist auch letzter. Ach scheiße, ich habe jetzt nicht gesehen, wie die Punkte sind. 53 von mir, das kann ich dir sagen. Und dann war es, glaube ich, ein weiter Abstand zum zweiten. Ich kann es nachher in der Aufnahme nachgucken. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist natürlich kacke. Wie sollen wir das dann punktmäßig? Also ich werde es dann unten reinschreiben, beziehungsweise ich werde es dann in das Video reinpacken. Mhm. Da habe ich zu schnell auf A gedrückt. Wie wir da abgeschlossen haben. Mhm. Oh. Nein, da ist sie. Und samt riskant. Also. Ja, samt riskant. Ey, die ist mir irgendwie auch gefressen. Ohne Scheiß. Boah. Aber zum Glück liegt der Flugcontroller genau neben mir. Bei für Sand riskant? Nee, die ist wirklich gefressen. Die geht 3 Meter. Sand riskant, ey. Sandris Kant ist dein Horror? Ja, absolut. Oh, Sandris Kant. Dass das so eine Gammel-Map ist. Können doch mal so ein Sandris Kant-Special machen. Ja, klar. 6 Läufe auf Sandris Kant. Ich kann nicht mehr spielen, ey. Bitte. Ja, ist super, Crisinho. Machst du mit 6 Läufe Sandris Kant? Hm? Nee, also bevor ich das zocke, kacke ich lieber in den Teller, wärme das ein bisschen auf und esse meine eigene Scheiße. Und mach davon ein Video natürlich. So. Ach fuck, da war ja noch ein bisschen. Ja, zu früh abgeschossen, klasse. Gut gemacht, da klopfe ich mir so mal selber auf die Schulter. Gut gemacht. Ja, ja, ist die gute Vorbereitung für Sandfisch. Boah. Ist denn alles? Ah, der ist mal ganz safe, macht er das. Mm. Oh Mann, ey. Nee, und wenn ich jetzt an die letzte Map denke. Oh. Was findest du schlimmer, Sandris Kant oder Riesenroute? Boah, ja, das ist beides auf einem Level, würde ich sagen. Boah, Sandris leider der Name Kant. Schon. Sandris Kant. Der Casino ist fertig, ey. Krieg er noch raus. Der ist um. Der Casino ist um. Deine Chance, ey. Sandris Kant, ey. Ja, wobei, man muss auch sagen, das hier ist eine wirkliche abgefuckte. Oh, schade. Nein. Scheiße. Warum fahre ich auch mit der 450er her? Also, fahr ich auch. Ich auch. Crisinho, wohin fährst du? Na, der 250er, aber ich komme nicht gerade klar. Das wird wieder ein DNF für mich. Das sag ich mir jetzt schon. Nein. Nein. Alter. Ey. Sag mal. Nein. Nein. Boah. Ja, das. Oh, 20 Sekunden, was ist denn das für ein Timer hier? Da kannst du ja sogar Crisinho einarmig spielen. Ja, macht er wahrscheinlich auch. Besser. Puh, daher aber, da habt ihr aber eine Chance vertan, ey. Ja, ich hab wirklich grauenhaft gespielt. Ich hab 7 Fehler. Oh. Hello. Schade. Naja. Das mag aber stets bemüht. Stets bemüht. Ich hab's aber halt am besten von uns, ich hab keinen Druck mehr. Ja, ist der Kackstift raus, oder was? Ja. aber deswegen fährst du ja nicht besser. Liegt der Kackstift in der Hose? Der liegt neben mir, der guckt zu. Der guckt zu? Ist neben dir, oder was? Arm in Arm. Der ist Marker cheatet, der spielt zu zweit. Ja. Der liegt neben.
Ich merke schon, die Tricks, die werden gemeiner. Die wollen einen zu Tode zum Lachen bringen. Ja, aber anscheinend wirkt es ja nicht, dass du der Erste bist da. Lappen. Kackstift sitzt neben ihm. Schön durchgenudelt und beide rauchen alle zusammen nachher. Und ich komm da nicht rüber! Was ist denn da los? Nein. So, jetzt bitte noch Sand riskant. Den Rest. Das ist geil! Nein! Also, du bist auch wieder da, du Fesselchen. Ja, klar. Noch, ne? Tonnen! Ne! Jawohl! Also, ich glaube, das wäre Casino. Wie lange ist denn da Zeit? Warum sind denn nicht nur 5 Sekunden? 2! Damit das El Spongo hier auch noch schafft, ey. Kaffeekränzchen fährt er da hoch. Ja, echt, ey. Boah. Ist das ne. Riesenroute. Ja. Doch nicht. Noch nicht. Ja, Riesenroute brauche ich gar nicht zocken. Hol ich mir einen Punkt. Bin ich zufrieden, dann gehe ich eben kurz kacken. Ne? Aber pass auf, danach kommt Sand riskant. Ja, okay, dann gehe ich 2 Runden kacken. Herzlichen Glückwunsch. Concentration. Nein. Doch, Christian, doch. Nein. Nein. Ich muss sagen, ich finde es ja, auch wenn wir jetzt hier gerade nicht wissen, wie es steht, ich finde es schon ein bisschen spannend. Ja, das ist ja, auch sehr spannend. Das mag er, ja, ich auch. Russell, guck mal aufs Radar, wo der Casino ist. Ich will gerade nicht gucken. Das ist, glaube ich, genau hinter uns. Nein! Ja, und guck mal, wer vorne ist. Ja. Yes! 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 Captain Papenis, ey. Kommt er auf Marga auch mal ins Ziel? Ja. Drücken. Komm, schneller. Oh. Ja, genau. Commander. Hast du? Was ist? Nee. Was hab ich? Nee. Boah, da will ich ja komplett ins Essen kacken. Schön mit der 250er. Ding, 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 ja. Ding, ding, ding. Das ist natürlich jetzt hier wirklich, jetzt nicht nur ein Prestige-Erfolg, sondern dann auch eine Ansage, wenn hier, wer hier jetzt gewinnt. Oh, Prestige-Sieg oder was? Ja, das mag er. Kannst du hier nochmal dich in den Vordergrund fahren? Ja. Mal ein Ausruf. Ich würde sagen, die zählt doppelt. Ja, klar. Am Arsch zählt die doppelt. Genau, am Arsch. Am Anus. Ja. Oha! Aha. Oh, ganz am Anfang fallen ist natürlich schon hart, ne? Ist man raus aus dem Spiel, ne? Ja, das ist korrekt. Alter Belli, ey. Guck mal, die hängen mir da hinten an der Rosette, die Schweine. Ja, sind halt Afterglow-Forscher. Nein. Leck mir um. Oh. Nein! Ja, gut gerettet.
Nein. Nicht gut gerettet. Doch, doch. Oh, wer ist vorne? Commander, schwing dein Ding. Ja, yeah, baby. Yeah, baby. Nein. Yeah. Ring, ding, 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 da. Shitty, shitty, bang, bang. Das ist schon wieder für einen Vorsprung, ey. Du suchtest die Map auch einfach viel zu viel. Ich hab die so lange nicht mehr gespielt. Na ja, klar. Ist so. Hm? Gestern Abend erst. Nee, also ist schon wirklich über 3 Wochen, 4 Wochen her. Ja. Yeah. Yeah. Ich hab so die seit. Ich bin noch gar nicht draußen. Ich hab die seitdem. Ich hab die seitdem ich das meinen Rekordtage gefahren habe, nicht mehr gespielt. Weil dann kann man sie ja, weißt du? Mhm. Ich überlege jetzt schon, wie ich nachher diesen Hochsprung-Scheiß nehmen soll. Ob ich den auf Zeit spielen soll oder auf Sicherheit. Tja, das ist die Weil, große Frage. Ne? Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt hier eine unter 7 Minuten Zeit reinhaue. Wer ist mir denn da auf den Fersen? Ich. Mit meinem Kackstift. Hand in Hand. Singt ein Lied. Nein. Okay, jetzt ist eh egal. Jetzt heißt es nur noch. Nein! Doch. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt ist der Smarkau noch bei mir auf der Höhe, hier auf der Riesenroute. 2 Fehler schon. Crisinho, du? 4. Aber Feste ist letzter. Das heißt, du bist direkt hinter mir, oder? Naja, direkt ist ja relativ. Also, ich bin mit Fessel gleich auf, du mit das Marker. Ach so. Ja, dann. Jetzt nicht mehr. Jawohl, das Marker. Schön. Kann ich hier wieder in Ruhe die Kirsche fahren, ey. Ach ja. Crisinho, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Du musst ja eh nicht mehr fahren. Fessel, Platz 2. Ja. Crisinho, letzter. Lalala, komm drüber da. Sehr schön. Ich fahre aber auch wie. Ja, ich fahre auch, als ob mir der Penis an der Stirn angewachsen wäre. Also, es ist wirklich schon nicht mehr schön. Penis an der Stirn angewachsen? Sieht ja aus wie das Marker. Ja. Ja. Leck mich Schwanz einfach, ne? Schwanzgesicht. Was weißt du, wo der Fessel auf mich steht, ey? Na, was liest denn? Wollt ihr das Marker oben sehen, müsst ihr die Tabelle drehen. Ah, der kommt noch. Der kriegt noch seine Zeit. Steht ja auch auf seinem T-Shirt. So. Boah, sehr gut. Meine Hassstelle habe ich ja schon mal überbrückt. Wo seid ihr denn gerade? Ich fahre gerade hier runter, den Berg. Okay. Crisinho? Der ist fertig. Ne. Hui. Komm, dann machen wir doch mal. Bringt ungefähr 3 Sekunden Vorsprung, wenn man das macht. Mhm. Die ich hier schon wieder hingelegt Nein. habe. Crisinho! Ja. Oh, wie angespannt der ist. Ah, alle sind angespannt. Alter, ein bisschen. Alter, jetzt hab ich den Crisinho überholt, Alter. So eine Fotze. Ja, das Marker, den musst du nur einholen. Der darf nur einen Punkt kriegen hier auf der Scheiße. Mhm. Ich wage es zu bezweifeln. Ekelhafter Sprung. So, das war eigentlich der letzte, wo man eigentlich hinfallen kann.
Alles andere ist extrem kiki. Sagt mir mal, wann ihr beim ersten explodierenden Fass seid, bitte. Nur damit du weißt, was du für einen Vorsprung hast, oder was? Mhm. Aha. Dann kann ich dir sagen, ob es noch ein Ziel schafft. Ja, jetzt. Okay, dann bist du 11 Sekunden hinter mir. Ein Cousinho? Denkt ja auch, dass er da, ne? Fick dich doch, es ist so. Häng mir genau auf der Pille. Häng ihn ab! Bin dabei. Beziehungsweise Cousinho, fall mal. Ist voll konzentriert, ey. Und das wäre scheiße, wenn der Cousinho jetzt hier nur ins Ziel kommt. Dann das wäre. Ich bin jetzt beim ersten explodierenden Fass. Ja, das sieht eng. Ist alles drin. So, jetzt die Schrägen hier hoch. Fuck. Jawohl! Auf die Fresse? Ja. Oh. So, das schafft der Cresini nie. Ich glaube, das wird sogar bei mir eng. Doch, du schaffst das. Ja. 5, 4, 3, 2, jawohl. Aber der Cresinio schafft es nicht. Schafft es nicht. Und holt vor allen Dingen nur einen Punkt. Und jetzt kommt Sandriskant. Oh nein. Fuck. Wie viele Sekunden hattest du noch, Fössel, als du reinkamst? Vier. Ja. Sowas. Okay, scheiße. Wieso? Ja, ich war ja wirklich direkt hinter dir, also die Sekunden hätte ich noch gekriegt, aber ich wollte noch Zweiter werden, da habe ich zu viel riskiert. Ein bisschen riskant, ne? Ja. Sandriskant quasi. Was stört dich denn hier eigentlich so? Weiß ich nicht, ich hasse die Map einfach. Find die richtig schäbig. Ja, jeder das sein, ne? Ja, das lief doch halbwegs. So. 50 Träger. Du schreibst einfach schon mal 50 auf. 50 Fessel. So, das war jetzt bisher die längste Folge hier von der Tour de Trials, Teil 5. Tour de Trials. Die Ergebnisse kann ich euch jetzt eigentlich sagen, weil wir die eine Runde da verpatzt haben. Aber reichen wir aber nach, indem wir Kommentar schreiben. Die seht ihr jetzt hier rechts daneben eingeblendet wahrscheinlich. Ja. So. Also die Gesamtpunkte. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei Das Marker HD. Jo, Weidmanns Dank und bis zum nächsten Mal. So, pack den Kackstift ein. Bei Cresinio. Ja, also eigentlich müsste ich mich ja jetzt mental mal besser aufs nächste vorbereiten. Das Problem ist, ich habe keine Zeit dafür. Genau, weil es geht hier bei uns direkt weiter. Ihr müsst noch warten, aber bei uns, zack, direkt rausgeknüppelt den Lachs. Aha. Und beim Fessel. Mädels, Hupen vom Tisch und macht's gut, haut rein und ciao mit V. Tschüss.